Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine total süße, knuffige Karte mit diesen wundervollen, ganz, ganz süßen kleinen Erdmännchen drauf. Und diese Karte kann auch was, und zwar, wenn man hier oben anzieht, kommt ein Schild raus mit einem kleinen Erdmännchen, das ein herzliches Willkommen wünscht. Ist doch total süß, oder? Kann man zum Beispiel super für eine kleine Babykarte benutzen oder... Ja, also willkommen in der Gruppe irgendwie so oder eben willkommen in dem Familienclan. Und das finde ich ist eine ganz, ganz zauberhafte Idee. Und ja, wie diese Karte funktioniert, da habe ich ein bisschen rumgetüftelt, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und an Material halte ich euch wie immer die Bestellnummern kurz ins Bild. Ich habe jetzt einmal Farbkarton in Wildleder, Farbkarton in Sahara Sand und Farbkarton in Savanne. Das sind immer die Bestellnummern dabei. Und mit diesen drei Farben arbeiten wir heute. Und von der Größe her braucht ihr das Wildleder einmal als Grundkarte. Habe ich jetzt hier benutzt mit 28 cm mal 10,5 cm. Und das habe ich schon bei 14 cm gefalzt. Dann einen Aufleger in Savanne mit dem Maß 13,5 mal 10 cm. Ein Stück Wildleder in dem Maß 13,6 mal 5 cm oder 2 Inch. Das ist dann nachher für unsere Stanze perfekt. Und noch einige Teile in Sahara-Sand, die habe ich jetzt schon ein bisschen bestempelt. Und zwar benutze ich jetzt dieses wundervolle Stempelset von uns allen. Das ist einfach total süß. Das könnt ihr bei der Celebration euch aussuchen. Ich hoffe, dass es inzwischen wieder bestellbar ist. Und aufgestempelt habe ich das Ganze mit der Farbe Espresso. Oder habe ich noch keine Bestellnummer drauf? Das ist die Bestellnummer. Ich halte es euch mal kurz hier so rein. Habe ich das jetzt schon aufgestempelt. Ich habe auch schon ein bisschen koloriert, dass es jetzt für euch im Video schneller geht. Deswegen stempeln wir heute gar nicht. Aber ja, wie das funktioniert, das wisst ihr ja. Und ich habe mir eben rausgenommen aus dem Stempelset diese großen Erdmännchen, diesen kleinen, der da aus dem Erdwall rausschaut. Das ist herzlich willkommen, das gestalten wir jetzt aber ein bisschen anders. Und dieses Erdmännchen hier. Und dieses ein herzliches Willkommen habe ich mir jetzt auch in Espresso aufgestempelt. Das habe ich auf meiner Beispielkarte in Gold gemacht. Wenn man könnte es embossen, dann würde man es besser sehen. Ich habe es jetzt gestempelt, aber mir ist das eigentlich zu hell. Also ich würde es gerne jetzt eben in Espresso benutzen. Okay, und dann starten wir los. Und losgehen tut es jetzt direkt mit den Erdmännchen. Also die einen Erdmännchen, die habe ich mir jetzt nur aufgestempelt und koloriert. Die werde ich jetzt gleich noch ausstanzen, da muss man also nichts mit der Hand ausschneiden. Und die anderen beiden Teile habe ich mir mit der Hand ausgeschnitten. Und wichtig ist, bei diesem Teil hier, wo das kleine Erdmännchen aus dieser Erde eigentlich rausschaut, habe ich mir das so zugeschnitten, dass hier unten noch genügend Platz ist für unser Schild, dass wir das da gut draufkleben können. Also lasst da unten ruhig was dran, das sieht man nachher nicht mehr, aber das Schild hebt super dann. Und das ganz kleine Erdmännchen, das habe ich mir auch schon aufgestempelt und mit der Hand ausgeschnitten und das kolorieren wir jetzt zusammen. Und dazu benutze ich jetzt Aquarellstifte. Ich habe hier einmal grüner Apfel, Currygelb und Espresso, Early Espresso. Und die Augen habe ich jetzt eben in grün gemacht. Kleine grüne Erdmännchenaugen, habe ich gedacht. Und dann benutze ich das Currygelb so für den Körper. Und um so kleine Schattierungen zu setzen, benutze ich dann eben noch das Espresso. Hier habe ich zum Beispiel auch so gemacht, dass ich teilweise den Bauch heller gemacht habe und den Körper dann dunkler und oder eben gemischt. Also ich habe die alle ein bisschen unterschiedlich gemacht, die kleinen Erdmännchen. Und was ich jetzt noch brauche, sind die Mischstifte. Da blende ich euch die Bestellnummern ein, die habe ich jetzt nicht da. Da habt ihr zwei verschiedene Spitzen und mit diesen Mischstiften könnt ihr super alles, was ihr mit Aquarellstiften ausgemalt habt, noch so ein bisschen vermischen und schöner zusammenbringen. Also ich finde, da strahlen die Farben dann noch gleich noch viel mehr und man muss auch nicht alles perfekt ausmalen, sondern man kann das einfach danach dann eben mit dieser feinen Spitze noch komplett ausmalen. Und wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr euch einfach ein Schmierpapier nehmen, streicht euch die Farbe wieder aus und könnt die dann fürs nächste Mal gleich wieder verwenden. Also diese Mischstifte finde ich echt total super. Genau, und so habe ich es eben mit allen gemacht und habe hier meine Erdmännchenfamilie zusammen. Dann gehen wir jetzt an Stanzen und Prägen. An Stanzformen benutze ich jetzt die raffiniert bestickten Rahmen. Das sind diese wunderschönen Rahmenformen. Und ich habe einmal die zweitkleinste Stanzform rausgenommen. Das ist für mein Schildchen hier unten. Und für die Erdmännchen nehme ich diese Form, die ganz gut da außenrum passt, um die ganze Familie, dass die da alle mit drauf sind. Und das ist, glaube ich, das drittgrößte. Müsst ihr mal gucken, was da genau passt. Das wird einfach einmal durchgekurbelt. Und was wir dann noch machen, ist, wir prägen auch noch gleich. Das machen wir gleich in einem. Ups.
benutze gleich nochmal das zweite Produkt aus der Celebration-Broschüre. Das ist diese 3D-Prägeform Steinmauer. Die wird zusammen mit einem Stempelset, kann man sich die bestellen. Und wenn ich mit einer 3D-Prägeplatte präge, dann brauche ich immer auch diese Platte für 3D, damit ich die mit jeder Stanzform, mit jeder Stanzmaschine durchkurbeln kann. Und dazu nehme ich mir jetzt mein savannefarbenes Grundpapier, das eben diese Mattung ist, und präge mir das einfach einmal durch. Und dazu brauche ich am Aufbau nur diese eine Grundplatte, meine Prägeform und meine blaue Platte. Und dann geht das hier total einfach und schön einmal durch. Okay, dann kann die Big Shot wieder weg. Und was ich jetzt auf meiner Beispielkarte gemacht habe, ihr seht es hier im Hintergrund, das ist mit goldener Farbe bestempelt. Also wir haben hier diese wunderschöne Prägung im Papier. Ich zeige euch die jetzt mal schnell. Die sieht also so aus, das hat schon einen wunderschönen 3D-Effekt. Und hier habe ich es einfach noch so gemacht, dass ich das noch ein bisschen verstärke, indem ich da einfach mit dem Stempelkissen, ich habe da das Delikate in Gold benutzt, bin ich einfach so drüber gegangen. Also vielleicht habt ihr das Stempelset, dann könnt ihr euch das, oder das Stempelkissen, dann könnt ihr euch das ganz einfach machen. Leider gibt es das inzwischen nicht mehr, das war eben aus dem vorherigen Katalog. Und deswegen embossen wir das Ganze ein bisschen. Und zwar nehme ich da einmal, also immer wenn ich emboss, brauche ich meinen Embossing Buddy. Den gehe ich jetzt einmal so ein bisschen drüber bei meinem Projekt. Aber es muss hier gar nicht perfekt embossed sein, deswegen kann man das auch einfach so nehmen. Dann nehme ich mein Versamark Stempelkissen. Und tupse mir einfach ein bisschen so über meine ganze Karte drüber. Auch das muss nicht perfekt sein, einfach so ein bisschen. Damit möchte ich einfach, dass die Erhebungen so ein bisschen von dem Versamark abbekommen. Dann nehme ich mir noch ein Schmierpapier unten rein. Und nehme mir jetzt die Farbe Gold. Also das Prägepulver in Gold. Und das löffel ich mir jetzt einfach so ein bisschen drüber. Und an den Stellen, wo mir das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel ist, kann ich einfach mit dem Pinsel nochmal drüber gehen und kann mir das nochmal so richtig gut abklopfen. Aber dadurch, dass das ja einfach gar nicht perfekt werden muss, wird jede Karte ganz individuell und unterschiedlich und dann schaut das bestimmt ganz cool aus. Also ich bin jetzt gespannt. Wir sehen dann gleich im Unterschied, wie das zum Stempelkissen so wirkt. Und dann fülle ich mir das jetzt einmal heiß. Gut auf die Finger aufpassen. Ich nehme da jetzt einfach eine Pinzette hier unten. Und mit dem Erhitzungsgerät gehe ich da drüber und präge mir das gleich. Und jetzt seht ihr das ganz gut. So sieht das Ganze aus. Also das sieht echt toll aus und macht sich richtig gut. Im Vergleich zur Stempelfarbe ist es nur ein bisschen erdiger, würde ich sagen. Also die Stempelfarbe ist vom Ton her ein bisschen quietschiger, kann man das so sagen. Ja, jedenfalls. Also ich finde beides sehr schön und je nachdem, was ihr zu Hause habt, benutzt ihr das einfach. Aber es macht sich unheimlich gut, es ist einfach nur ein spezieller Effekt und ja, das kann man schon mal machen auf so einer schönen Karte. Okay, und dann geht's weiter. Als nächstes brauchen wir unser Stück in Wildleder. Das hat das Maß 13,6 x 5 cm. Und das stanze ich mir jetzt erstmal. Ich benutze die Stanze Bezaubernder Anhänger. Und der Streifen ist schon bei 2 Inch ungefähr geschnitten oder 5 cm und passt da normalerweise super rein. Ja, tut er. Und wichtig ist nur, dass ihr den ganz hinterschiebt. Also der muss wirklich ganz anstehen, dass das dann ein tolles Ergebnis macht. Wirklich gucken, dass er ganz hinten ist und dann einmal stanzen und dann hat man schon diesen wunderschönen Anhänger. Und das Tolle an der Stanze ist, ihr könnt diese Anhänger in verschiedenen Größen machen. Wenn ihr euch die Streifen ein bisschen schmäler schneidet, könntet ihr das auch eben anders ausstanzen und habt dann immer einen anderen Ausschnitt von diesem Etikett oben dran. Sieht also immer ganz toll aus. Genau. Als nächstes benutze ich den Papierschneider. Und hier ist es jetzt so, ich falze mir jetzt diese Seite hier unten bei 3 cm. Also ich lege hier drüben bei 3 cm an und dann falze ich mir das einmal so um. Weil ich möchte nämlich nachher, mache ich hier so einen Knick rein, wenn ich nachher die Karte zusammenbaue, möchte ich, dass es irgendwann stoppt. Also dass man das nicht rausziehen kann, sonst muss man es ja jedes Mal wieder irgendwie reinfummeln, sondern dass man das einfach so machen kann, dass es hier stoppt, wenn ich das hochziehe.
Und dafür ist eben diese Kante da, die nachher unter unserem Papier stoppt, dass wir da dann nicht mehr dieses Etikett oben rausziehen können. Und damit wir jetzt unseren Tag dann nachher super unterbringen, unsere Mechanik von der Karte sozusagen, müssen wir uns jetzt noch eine Markierung auf unser geprägtes Papier machen. Und zwar möchte ich das von unten nach oben 2,5 cm haben. Ich mache mir jetzt mal hier kurz eine Markierung hin. Also 2,5 cm. Mit dem Geodreieck seht ihr das sowieso super hier unten, wo 2,5 cm sind. Das lege ich mir jetzt hier unten nochmal an. Und ich schaue, dass mir mein Geodreieck so liegt, dass hier rechts und links bei 5 cm das gut anliegt. Dann weiß ich genau, wo die Mitte ist. Und dann mache ich von beiden Seiten bis 2,6 einen Strich, also von 0 bis 2,6. Ich zoome euch nochmal ganz kurz ran, dass ihr das besser sehen könnt. Also hier unten 2,5 cm im Abstand, rechts und links bei 5 cm anlegen und dann von 0 bis 2,6 ungefähr meinen Strich setzen. Dann habe ich hier eine Markierung, eine Linie, die auf jeden Fall so groß ist, dass da mein Tag dann nachher super unterpasst oder reinpasst. Und da können wir dann unseren Mechanismus gut einbauen und er ist ein bisschen breiter, dieser Strich, als unser Tag, damit es nicht stark ruckelt. Genau, und dafür nehme ich jetzt einfach zum Schneiden von dem Schnitt noch mein Schneidegerät, mein Papierschneider. Ich nehme jetzt hier nochmal den alten, lege mir das hier bei 2,5 cm an und schneide mir einfach diesen Bereich, den ich mir da markiert habe, nochmal aus. Okay, und dann testen wir gleich mal, ob der Tag hier gut reinpasst. Ja, super. Und so kriegen wir dann nachher hier unsere Mechanismus von der Karte, kriegen wir dann super unter. So, und jetzt haben wir alle Einzelteile unserer Karte hergerichtet und können jetzt ans Zusammenbauen gehen. Und als erstes fange ich an, dass ich mir hier mein Etikett, wenn es denn mag, hier so draufklebe, damit mein Erdmännchen das schön halten kann. Und da arbeite ich jetzt einfach mit dem Abreißklebeband. Das klebe ich mir einmal so drauf. Und da kommt jetzt mein Etikett so drüber. Und was ich hier mache, ist, dass ich klebe das ganz vorne hin an diese Pfoten. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich nehme mir jetzt einfach noch irgendeinen Stampin' Marker, am besten in Espresso, und mache mir hier vorne ganz, ganz, ganz minimal die Pfoten noch drauf. Das ist nur so ein ganz kleines, eine ganz, ganz kleine Feinheit, die müsst ihr nicht machen, aber könnt ihr machen, damit man wirklich meint, das Erdmännchen hebt das so richtig, dieses Etikett. Das fand ich, war da genau passend. Dass der eben so aus der Erde rausschaut, so sieht es jetzt aus, als würde das so halten. Genau, und auf die Rückseite mache ich jetzt auch gleich nochmal ein Abreißklebeband drauf. Einfach zwei so Stück, die auch so ein bisschen über die Kanten gehen, hier unten vor allem, damit es dann nachher nicht irgendwo sich verhakt, wobei sich da eigentlich nichts verhaken kann, aber zur Sicherheit. Und nehme mir schon mal das Klebeband ab. Also nicht das Klebeband, sondern diese Schutzfolie, die da drauf ist. Dann kann ich mein großes Etikett schon mal auf der Rückseite mit Dimensionals bekleben. Und da benutze ich auch von der Seite diese Randstücke noch. Die bieten sich hier super an. Wichtig ist dabei einfach nur, dass ihr hier in der Mitte diesen Bereich natürlich frei lasst, damit hier dann unser Tag super durchgeht. Also wirklich nur am Rand bekleben, so am besten, und dann können wir uns das jetzt schon mal aufkleben. Ja, und von der Höhe, also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir meinen Tag hier ganz runtergeschoben habe auf der Rückseite und dann klebe ich mir das relativ nah an diesen Bereich hin. Ich messe das jetzt mal ganz kurz nach an meiner Probekarte. Das sind so 1,7 cm ungefähr. Oder 1,7 cm. Ich messe mal ganz kurz nochmal nach. Ja, so 1,7, 1,8 cm von unten ist es eigentlich ganz gut. Das bietet sich da ganz gut an. Okay, dann ziehe ich meinen Tag komplett raus und positioniere mir jetzt schön mittig mein Erdmännchen mit dem zweiten Etikett. So. Und jetzt schiebe ich das so runter und jetzt soll es so sein, dass es hier unten nicht mehr rausschaut.
dieser Bereich mit unserem Haken dran sozusagen, der sich dann da hinten verhakt. Durch diesen Schlitz haben wir uns das ja eingefädelt. Durch das verhakt sich das und man kann den Tag nicht rausziehen komplett. Und durch das funktioniert dieser ganze Mechanismus und man kann das schön hin und her ruckeln. Also das Erdmännchen so anbringen, dass es jetzt komplett rausschaut, aber dass hier unten nicht mehr dieses Wildlederpapier übersteht. Genau. Wenn das jetzt nicht sofort auf Anhieb funktioniert, dann tut da ein bisschen hin und her. Ihr könnt euch dieses Erdmännchen ja immer mal wieder nochmal wegmachen. Klebt es nicht gleich fest hin, sondern nur so leicht. Und dann habt ihr da einfach noch die Möglichkeit, dass ihr das verändert, so damit es dann für euch passt. Aber so ist es, glaube ich, vom Maß her ganz gut. So 1,7 cm von hier unten. Klebt euch dieses Etikett auf und dann passt es hier oben auch super mit dem Erdmännchen zusammen. Okay, was ich jetzt vergessen habe und was ich eigentlich vorher machen wollte, ist, dass ich mir hier oben noch ein Band durchfädel. Ich benutze jetzt da das neue Juteband, geflochtenes Juteband, das ist total schön. Das ist die Bestellnummer, ich habe es noch gar nicht richtig beschriftet. Da schneide ich mir jetzt einfach ein Stückchen ab. Hoppla. Das fädle ich mir hier durch. Das kann man also einfacher machen, wenn man das vorher macht, glaube ich. Aber es geht so auch, also das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und was ich jetzt noch benutze, ist auch von der Celebration. Also ich benutze heute echt viel aus der Celebration. Und zwar gibt es doch dieses Set mit diesen Paletten und mit der Kordel. Das ist dieses Set, wo man sich aussuchen kann für 60 Euro Bestellwert. Und ich finde, diese Kordel, die passt von der Farbe her einfach nur perfekt zu den Erdmännchen und zu diesem Juteband und natürlich zu dem Gold im Hintergrund. Also da haben wir voll ins Schwarze getroffen. Das kann man super gebrauchen. Und da mache ich mir oben einfach noch eine Schleife hin. Und ich glaube, da lasse ich euch Musik laufen, damit das auch funktioniert. So sieht das Ganze jetzt aus und ich fand, man kann mit diesem Band wirklich ganz hübsche Schleifen binden. Okay, und jetzt, ja, jetzt müssen wir es eigentlich nur noch komplett zusammenbauen. Was ich noch gemacht habe, ist dieses kleine Erdmännchen hier. Das habe ich mir ja auch ausgeschnitten und das mache ich hier vorne noch drauf, so als kleines Highlight. Und da benutze ich jetzt die Mini-Dimensionals, die passen einfach total super. Und mache eins hinter das Köpfchen und zwei hinter den Körper. Und zwar mache ich die aufeinander drauf. Also ich mache diese Klebefolie weg und dann klebe ich das zweite einfach nochmal drüber. So. Dann ist es also doppelt so hoch hier unten. Seht ihr das? Unten doppelt hoch und oben unterm Köpfchen ist nur eins. Und so klebe ich mir das jetzt hier so drüber noch. Okay. Was ich jetzt bei der Karte nicht mache, aber was ich bei dieser Karte gemacht habe, ist, dass ich noch ein kleines Stück von diesem süßen Geschenkband hier, von der Kordel hier, dem Erdmännchen um den Hals geschlungen habe und ein kleines, wie so einen kleinen Schal hingemacht habe. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt und das vielleicht im Januar oder Februar oder so in den Wintermonaten Geburtstag hat, dann kann man dem ja einen kleinen Schal verpassen. Man muss es aber nicht machen. Also ich lasse es jetzt mal weg, aber das ist vielleicht noch eine kleine süße Idee. Genau, und dann klebe ich mir das jetzt hier komplett drauf und das mache ich auch mit Dimensionals. Mit den Großen jetzt wieder und da bin ich auch recht großzügig. Und das setze ich mir jetzt einfach noch schön mit einem schönen Rahmen auf meine Grundkarte auf. So. Okay, also die Karte. Wir testen es jetzt gleich mal. Und zwar habe ich jetzt hier unten natürlich so einen Klebepunkt hingemacht und das ist totaler Quatsch. Natürlich hier keinen Klebepunkt hinmachen, weil da muss natürlich dann nachher unser Tag rausschauen. Okay, also hier unten keinen Klebepunkt hinmachen, sondern nur rechts und links. So, und jetzt muss es aber funktionieren. Ich kann jetzt hier mein Erdmännchen, mein Schildchen verstecken. Ich halte es euch auch mal richtig rum. Und hier kann ich es rausziehen und kann es wieder schön reinschieben. Also es funktioniert. Die Karte, die ist echt total süß und ist ein bisschen aufwendiger, das muss ich schon zugeben. Aber grundsätzlich funktioniert sie ganz gut. Und was ich jetzt nochmal so zur Verzierung und auch mal was anderes verwende als normalerweise, also ich finde schwarze Glitzis habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie benutzt und die finde ich passen hier einfach super hin. Ich benutze jetzt hier die Mondblütenzauberpailletten, weil da sind nämlich so schwarze und auch goldene Pailletten drin. Und die nehme ich mir jetzt einfach hier raus, also zwei schwarze und ein goldenes und klebe mir das jetzt hier noch auf. Ich muss mir das nur kurz zusammensuchen, dass ich auch die richtigen erwische. Ein schwarzes brauche ich noch.
könnte auch nur schwarze benutzen oder nur goldene. Das habe ich auch ausprobiert. Aber ich finde, diese Mischung macht sich irgendwie ganz gut. Hat mir jetzt am besten gefallen. Und ich nehme jetzt den Präzisionskleber. Aber man kann es auch mit Flüssigkleber machen. Mache mir einfach drei Punkte hin, da wo ich die Paletten haben möchte. Dann die Paletten drauf verteilen. Und jetzt erstmal gut trocknen lassen. Das ist immer am wichtigsten. Und den Präzisionskleber, wenn ihr den habt, immer gleich zumachen. Ja, und jetzt haben wir hier eine wirklich süße Karte, oder? Die sind echt süß, die Erdmännchen. Also total goldig und ich finde das mit diesem Rausziehen, mit dem Schild hier, das ist einfach total süß. Also hier unten schaut es raus, wenn man es zu tief reinschiebt. Das sollte man natürlich nicht machen, sondern das sollte halt immer so verwendet werden. Aber mir war es eben wichtig, dass man hier oben das nicht rausziehen kann komplett, weil sonst muss man das immer so reinfummeln und das ist dann schwierig unter dem anderen Etikett. Deswegen habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht ein ganz guter Mechanismus. Und von der Schrift her finde ich das jetzt mit Espresso ein bisschen schöner. Ich zoome euch mal ein bisschen näher hin, dass ihr das noch ein bisschen besser seht, weil das nur ein bisschen kräftiger ist. Das ist halt hier bei dem Goldenen, jetzt vor allem in der Kamera, in echt kann man es schon ganz gut lesen, da kann man ja auch ganz nah hingehen, aber in der Kamera sieht man es jetzt ein bisschen schlechter in dem Gold. Da schaut ihr einfach, wie ihr das machen wollt und was euch da besser gefällt. Von dem her wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr dem noch einen Schal hinmachen. Das kann man jetzt im Nachhinein ganz gut machen, wenn man den schon angeklebt hat. Kann man da super noch unten durch diese Dimensionals und kann dem immer noch den Schal hinbinden, wenn euch das gefällt. Und ansonsten viel Spaß beim Nachbasteln. Guckt, was euch besser gefällt, ob das so gold-embossed schöner ist für euch. Es wirkt jetzt noch ein bisschen besser, auch in der Kamera. Und auch wenn man davor steht, ja, ist das andere Gold halt eigentlich so gelblich. Das ist schon sehr gelbliches Gold. Aber es ist auch schön, das passt auch sehr gut zu den Erdmännchen. Also es passt beides super. Und genau, viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt diese Glocke dabei und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!